Es ist leider so, wir müssen um 3 hier den Platz verlassen, losziehen mit Musik. Ich hoffe, ihr seid dann alle noch dabei. Ich würde aber gerne noch für die 5 Minuten, die wir haben, Coco aus Peru willkommen heißen. Er ist ein Medizinmann aus Peru und er ist ein ganz toller Sprecher vom Herzen. Und vielleicht kann er uns doch eine Botschaft mitgeben. Das würde ich sehr schön finden. Herzlich willkommen, Coco. Ja. Muchas gracias. Ja. Ja. Ja, danke schön für diese Gelegenheit. Ich habe der Botschaft die Stimme meines Volkes, ich stamme aus dem Inka-Volk, aus der Inka-Tradition. Und wir haben nie aufgehört, auf dem amerikanischen Kontinent unsere Tradition, die ganze Existenz als heilig zu betrachten. Es ist erklärbar, aber wenig wissen davon. Diese ganze Existenz ist auf dieses gegründet, auf die kleinsten Teile, ein Atom, eine Moleküle, ein ganzes System, ein Spiegelbild von das Große, von die Galaxien. Und die ganze Existenz besteht auf diesen Teilen, die lebendig sind. Das ganze Existenz, auch was leblos erscheint, ist voller Leben. Und diese Energie, diese Antriebskraft, was alles lebendig hält, ist diese große Geheimnis, diese große Liebe, die alles im Lot sein will. Deswegen, meine Vorfahren haben keinen Anlass gehabt, einen Gott zu erfinden, weil alles, die ganze Existenz, ist heilig. Jede Seele von uns. Und einer unserer Inka sagte, die Ordnung, die nicht kosmisch ist, ist Unordnung. So. Ich weiß es nicht, wann und wo das angefangen hat, diese anmaßende Gedanke, dass wir in diese Auffassung, wie wir es nehmen, gottendlich sind. Weil wir verhalten uns so und wir haben, die meisten haben sich die Erde untertan gemacht. Und da ist der Schlüssel für diese ganze Unordnung, die ganze Existenz bedroht. Menschen, die sich trauen, respektlos alles zu manipulieren, die Finger überall zu haben. Und das ist auch der Zeit, aufzuwachen und zu besinnen, an unseren Ursprung zu erinnern. An unsere Verbundenheit mit dem Ganzen, mit der Pflanzenwelt, mit der Tierwelt, mit den Menschen, mit der Mineralienwelt. Und dann werden wir aufhören, die Erde zu benutzen, weil es wird nicht gefragt, es wird sich nicht bedankt. Maschinerien, die in den Leib der Mama Erde, der Pachamama, seine Schätze rauben, ohne Dankbarkeit. Und das ist der Moment, in dem wir aufwachen können und gemeinsam, kollektiv zu werden und diese bedrohte Existenz zu retten. Wenn wir was erreichen wollen, müssen wir zwangsläufig kollektiv werden. Ich vermisse in der modernen Zeit, ich sehe, dass es Anstrengungen gibt, Windmühlen, Solarzellen, aber das alles ist aus Not, aus Angst, diese Existenz zu verlieren. Und was ich vermisse, ist die Liebe für das Leben, die Liebe für die Natur. Es sind Lebewesen, die eine Intelligenz haben, die seine Liebe uns bedingungslos schenken. Alles, was uns auf unsere Teller kommt, Lebewesen, die sein Leben opfern, damit wir weiterleben.
die Dankbarkeit dafür, den Respekt dafür, für alles, was wir bekommen. Es ist erwiesen, wissenschaftlich, dass das Wasser ein fühlende Wesen ist. Und wir sind fast nur Wasser. Es ist Zeit, dass wir unsere Denkweise und unsere Denkmuster ändern, weil sonst wird das sich wiederholen und immer wieder. Und wir sind so weit gekommen, dass wir jetzt die Natur verändern und uns entfernen immer mehr davon, von uns selbst. Dann sind diese Geschwüre, diese Krankheiten, diese krankhaften Gedanken, was erzeugt, dass es Organisationen gibt, die sich dafür spezialisieren, alles zu manipulieren. Und wir können was dafür tun. Wir haben ja gehört, auch die Anweisungen sind klar. Wir können alles boykottieren, nicht mitmachen. Aber es ist auch wichtig, dass wir unsere Meinungen ändern, dass wir nicht manipuliert werden, von, egal von welcher Richtung. Monsanto, Santo heißt heilig. Da werden wir sehen, was das alles für eine Lüge ist. Die nennen sich heilig. Ja. Deswegen, also es ist eine Zeit für uns Menschen. In meiner Tradition, wir sagen Ayllu Masikunapa. Das heißt, übersetzt, wir sind alle miteinander verwandt. Und das bezieht sich nicht nur auf wir Menschen, sondern auf alle, die ganze Existenz. Wir sind verbunden miteinander. Wir sind eine Zusammenfassung von dieselben Materie. Wir unterscheiden uns nicht von den Pflanzen, von den Tieren, von den Mineralien. Die haben wir alle in uns, in jeder Zelle von uns. Ich bedanke mich für diese Versammlung hier. Ich sehe das als ein Zeichen. Und in meiner Auffassung, wir können eine Kraft bilden, wenn wir unsere Geister, unsere Einsichten zusammentun. Und diese Kraft, der Kraft der Liebe wird siegen. Ayllu Masikunapa, Metako Yeo Yasin, wir sind alle miteinander verwandt. Aho! Vielen Dank, Coco. Das war ganz, ganz schön und berührend. Dankeschön. Oh, wir müssen, jetzt ist um drei und wir werden jetzt losziehen mit dem Auto und der Musik Richtung Kanzleramt. Ich hoffe, ihr seid alle dabei und tanzt mit uns auf der Straße. Wir sind alle miteinander verwandt. Juhu! Achso, wenn sich bitte die Ordner nochmal hier einfinden können, weil wir müssen den Wagen sichern. Das wäre ganz toll, wenn ihr hier mal herkommen könnt. Dankeschön.